Der Haushaltsausschuss hat heute der 25 Millionen Euro Vorlage zur Beschaffung von 10 Panzerhaubitzen 2000 zulasten des Einzelplans 60 zugestimmt. Das BMVG hatte die Finanzmittel in Höhe von 184 Millionen Euro aus der Ertüchtigungsinitiative im Einzelplan 60 für Beschaffung der Haubitzen beantragt. In dem vorliegenden Vertragsentwurf ist optional die Lieferung von weiteren 18 Haubitzen in drei Losen zu je sechs Stück vorgesehen. Der Zulauf der Haubitzen ist für den Zeitraum 2025-2026 vereinbart. Der Beschaffungsvertrag ist dem Vernehmen nach bereits von Annette lenick emden für das Barimpf und Ralf Ketzel für krausmar wegmann KMW, unterzeichnet worden. Die Bundeswehr hatte im Juni und September 2022 insgesamt 14 PZH-2000 aus Beständen des Heeres an die Ukraine abgegeben. Schon bei der ersten Abgabe hatte die Bundesregierung zugesichert, dass die entstandene Ausrüstungslücke durch Nachbeschaffung geschlossen werden solle. Dennoch hat es mehr als ein halbes Jahr gebraucht, bis jetzt die parlamentarische Billigung erfolgen konnte. In der Zwischenzeit hat die Ukraine 100 PZH 2000 bei KMW bestellt, deren Produktion soweit bekannt bereits begonnen hat. Verwirrung ist darüber entstanden, dass nur 10 und nicht 14 Haubitzen nachbeschafft werden. Das BMVG wollte ursprünglich wohl neben den zehn festbeauftragten Haubitzen gleich die Option auf weitere sechs auslösen. Dem soll das Bundesfinanzministerium aus Haushaltsgründen widersprochen haben, weil damit mehr beschafft werde, als abgegeben worden sei. Der im Raum stehende Vorschlag, zwei Haubitzen auszusondern, um Abgabe und Nachbeschaffung auszugleichen, ist offensichtlich nicht realisiert worden. Über etwaige technische Änderungen gegenüber der Ursprungsversion von 1998 liegen keine Erkenntnisse vor. Bekannt ist, dass Deutschland und die Niederlande für die zweite Hälfte der laufenden Dekade ein Mietlieferobgrade geplant haben, mit dem sowohl Obsoleszenzen beseitigt als auch Fähigkeitserweiterungen eingebracht werden sollen. Dazu gehören eine überarbeitete Feuerleitanlage, Reichweitensteigerung und die Nutzung der Präzisionsmunition Vulcano. Die PZH 2000 wurde im Zeitraum 1998 bis 2003 in die Bundeswehr eingeführt. Aus der bis heute und zukünftig laufenden Produktion wurden und werden zahlreiche NATO-Länder, sowie Katar und demnächst die Ukraine mit mehr als 160 Haubitzen ausgestattet. Kern des Waffensystems ist die 155 mm Schrägstrich L52-Kanone mit gezogenem Rohr und automatischem Ansetzer. Der gepanzerte Waffenturm ist auf einem Fahrgestell integriert, das vom Leopard 1 abgeleitet ist und Leopard 2-Baugruppen verwendet. Intern können 60 Geschosse und 2.888 Treibladungsmodule mitgeführt werden. Als Antrieb dient ein MTU-Diesel mit 735 Kilowatt. Das BMVG gibt als Schussreichweite mehr als 40 Kilometer an, abhängig von der genutzten Munition. Als Wiederbeschaffung mit DÜCKEN Anführungszeichen kritisiert der Bundestagsabgeordnete Ingo Gädechens, CDU, Berichterstatter Verteidigung im Haushaltsausschuss, den Kauf der Haubitzen. Aufgrund einer vom Verteidigungsministerium zu verantwortenden nachteilhaften Vertragsgestaltung könne die Bundesregierung nur 10 oder 16 Systeme ordern. Offenbar sieht sich die Bundesregierung außerstande, die Differenz von zwei Systemen haushalterisch abzubilden und eine entsprechende auskömmliche Bestellung auszulösen, wie Gädichens ausführt. Es bleibe eine große Enttäuschung für die Truppe. Zudem provoziere das BMVG mit dem Verfahren mehr Aufwand durch zusätzliche 25 Millionen Euro Vorlagen, denn jede Auslösung einer Option müsse dem Haushaltsausschuss vorgelegt werden dies konterkariere die aussage des bmvg wonach ein zentraler grund für das schleppende